There is no one. Niemand könnte Maleficent spielen, außer Angelina Jolie. Sie erneut in dem schwarzen Umhang und den Hörnern zu sehen, ist sehr aufregend. Ich bin sicher, euresgleichen sieht das genauso. Die Leute hatten ein sehr einseitiges Bild von Maleficent, aber jetzt kennen wir sie besser. Tut ihr's? Der Film behandelt die Frage, sind wir alle gut oder alle böse? Was genau wollt ihr denn damit andeuten, Majestät? Angelina umgibt diese Aura und dieses Charisma. Ich danke euch außerordentlich. Sie spiegelt die ganze Kraft von Maleficent wider. Sie ist eine Naturgewalt. Maleficent ist nicht einfach böse, sie ist eigentlich verspielt. Sie ist nicht von dieser Welt. Sie ist atemberaubend. Maleficent ist ein unglaublicher und phänomenaler Charakter. Hallo, Monsterchen. Ich liebe Maleficent. Sie ist wie mein alter Ego. Hm? Sie ist eine Ikone. Menschen sind urkomisch. Maleficent, Mächte der Finsternis. Vor 5 Jahren dachte ich, ich hätte dich für immer verloren. Kein Fluch könnte mich je von dir trennen. Willst du mich heiraten? Ja. Herrin! Es gibt ein paar Neuigkeiten. Nein. Verdirb mir nicht meinen Morgen. Philipp hatte meine Hand angehalten. Nein. Ich habe nicht gefragt. Ich auch nicht. Die Liebe geht nicht immer gut aus, Monsterchen. Vertrau mir, lass uns beweisen, dass du dich irrst. Es ist wirklich bewundernswert, wie ihr dieses Kind gegen eure Natur großgezogen habt. Aber nun wird sie endlich die Liebe einer richtigen Mutter erfahren. Ab heute betrachte ich Aurora als mein Eigen. Es gibt kein Bündnis und es wird keine Hochzeit geben. Was hast du getan? Wir gehen jetzt nach Hause. Aurora! Maleficent ist eine Bedrohung für uns alle. Wir werden alles tun, um dich zu beschützen. Wen haben wir denn da? Man kann nie vorsichtig genug sein. Mutter! So bist du nicht. Dann kennst du mich nicht. Maleficent, Mächte der Finsternis. Was ist passiert? Da war noch eine Kreatur. Jahrelang hast du für einen Menschen gesorgt. Nun ist es an der Zeit, für deinesgleichen zu sorgen.